herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Alte Schule Daily. Und ich bin natürlich wieder verbunden mit eurem Lieblingskollegen Rainer Braun. Rainer, ja, moin. Hallo. Moin, moin. Servus, mein dir? Freund. Carsten. geht's dir gut? Du, ich muss dir ja sagen, ich bin völlig von den Socken, was ich da in den letzten Tagen so an Feedback bekommen habe zu Stefan Bellof und Wahnsinn, oder? Ich muss sagen, also das geht ja schon unter die Haut. Ne? Und, das geht wirklich unter die Haut. Und den, mit dieser Ehrerbietung, mit denen die Fans da mit diesem Thema umgegangen sind, kann nur allen Danke sagen, dass sie das so gehandelt haben. Vielen Dank. Ich freue mich besonders. Wir haben einige Zuschriften bekommen von Leuten, die geschrieben haben, ich bin nach Stefan Bellof geboren, habe ihn damals nicht erlebt. Da muss ich mich ja auch leider einreihen. Ich habe den auch nicht bewusst erlebt, aber habe alles verschlungen, was es über ihn gibt, natürlich inklusive deines Buches. Also es ist wirklich ein beeindruckender Charakter und das freut mich ganz besonders, dass wir also auch Spätgeborene damit reingezogen haben in diesen Bann und ja, dass die das aufrechterhalten, dass die Faszination nicht nachlässt, ne? Nach so vielen Jahren. Ja, also ich kann nur sagen, das geht durch alle Altersklassen, soweit ich das hier beurteilen kann. Viele haben ja mitgeteilt, wann sie geboren sind, dass sie ihn gar nicht mehr erlebt haben, dass sie ihn erlebt haben. Ich habe selten so viel unglaublich tiefgehende Reaktionen auf einen Beitrag gehabt wie diesmal. Und ich kann nur allen nochmal sagen, danke dafür, für die E-Mails, für die Messenger-Nachrichten und was immer da hier eingelaufen ist oder auch auf den einzelnen Plattformen. Das kannst du ja gar nicht alles lesen. Ich habe das immer nur überflogen oder es mir erzählen lassen oder sagen lassen oder es gab Anrufe. Es war schon sehr, sehr ergreifend alles. Ich glaube aber, es wird jetzt Zeit, dass man wieder mehr zum Lachen kommt. Was Lustiges, ja. Es war eine traurige Geschichte, die wollen wir aber jetzt langsam, aber sicher doch verlassen und uns wieder fröhlicheren Dingen zuwenden. Und da fangen wir gleich mal an mit dem Nachtrag zum Stefan. Oha, okay, ja. Das letzte Mal vergessen, das gehört ja unbedingt da hinein, weil das ist ja eine der fettesten Lachnummern gewesen, die es je gab in Stefans Karriere. Okay. Es war 1981 bei einer Meisterehrung der damaligen ONS, heute ist das der DMSB. Als Moderator wurde der Ernst Hamening verpflichtet, ein liebenswürdiger Kollege. Du hast es nicht gemacht. Bitte? Du hast es nicht gemacht. Nein, 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 ich bin wieder in Ungnade gefallen zwischendurch, weil ich mal wieder rumgemosert habe und es ging um drei und Meisterschaftsstatus sollte wegfallen und es sollte nur noch ein Cup oder ein Pokal werden. Und ich habe dann mit dem Sportpräsidenten des ADAC, mit dem Willem Lüding, mich angelegt, bin dann in tiefe Ungnade gefallen, weil ADAC und AVD sind ja die Träger der ONS und auch heute des DMSB. Und die entscheiden natürlich mit, ob so ein Revoluzer wie der Braun dann da am Mikrofon stehen darf. Das war ja eine On-Off-Beziehung. Es ging ja ständig hin und her. Ich wollte sagen, die größte On-Off-Beziehung der Motorsportgeschichte. Ja, aber in diesem Jahr war also Ernst Hamening das erste Mal dran, hatte seine Premiere, machte seine Sache auch sehr gut, bis zu dem Moment, wo es an die Ehrung der deutschen Kartmeisterschaft ging. Und der Stefan, der kommt ja aus dem Kartsport, wie viele andere auch, die da saßen. Der war in diesem Auditorium auch zugegen, sollte für irgendeine Formel-Fort-Geschichte geehrt werden. Angelika hat sicherheitshalber gleich neben ihm gesessen, weil die ja immer wusste, dass das gelegentlich bei ihm aus dem Ruder läuft, mit der Lacherei. Und das ist unglaublich. Ich saß auch in diesem Auditorium, aber nicht unbedingt neben dem Stefan, sondern irgendwo anders, wo die Journalisten eben zu sitzen hatten. Und dann las der Kollege Hamening von einem Papier vor, das ihm vorbereitet gegeben wurde. Es war das gleiche Papier, was auf den Tischen in den Ständern stand, wo also diese ganzen zu ehrenden Fahrer aufgelistet waren mit ihren Fabrikaten. Und das war aber ein sehr schmales Papier, da ging nicht alles drauf und da wurde manches Fabrikat abgekürzt. Und so kam es dann auch, dass das Fabrikat Swiss Hutless, Siegerfabrikat des Kartmeisters, abgekürzt war in Swiss-HUTL, gesprochen Swiss Huttl. Ja, genau das hat der Kollege losgelassen und hat also den Namen des Meisters mit dem Fabrikat genannt. Also Meister ist der und der, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, auf Swiss Huttl. Daraufhin. Ein schallendes Gelächter, aber nur von einem Einzelnen. Die anderen haben es gar nicht getraut. Und das war der Stefan. Der saß schon weit hinten. Und das hat durch den ganzen Saal gehallt und hat nicht mehr aufgehört. Der hat einen regelrechten Lachanfall gehabt. Der dauerte Minuten. Das war keine Sekundenaufnahme, Minuten. Die Angelika hat versucht, den also wieder einzubremsen und einzufangen. Keine Chance.
Er lachte immer weiter in einer Tonlage, die war unglaublich. Alle haben plötzlich mitgelacht, aber man hat der ganze Saal gelacht. Erst haben sie über Swiss Huddle gelacht, dann haben sie über den Stefan gelacht, weil der gelacht hat, und dann haben alle gelacht. Die Veranstaltung ist komplett aus dem Ruder gelaufen und musste wirklich erst eingefangen werden wieder, damit wieder mal ernsthaft geehrt werden konnte. Das war Moderator. Ja, der war fix und fertig. Der hat das nie mehr wieder gemacht, dem hat es gereicht fürs ganze Leben. Ja, also das war die Nummer mit Swiss Huddle, über die sich der Stefan minutenlang hat auslachen können, ausschütten können vor Lachen. Alle haben natürlich irgendwann mitgelacht, ne? Weil das geht ja wie eine Epidemie dann durch die Reihen. Ne? Wenn einer lacht, fangen die anderen auch an. Ne? So, jetzt machen wir gleich weiter. Machen wir so weiter mit Pleiten, Pech und Pannen. Ja, das ist ein wunderbares Thema, das sich durch all die Jahrzehnte gezogen hat. Ich habe mal die besten Sachen rausgezogen und auch ein paar Bilder dazu. Natürlich in meinem Archiv gefunden, damit das etwas fröhlicher wird. Das glaubt mir ja wieder kein Mensch, sonst wenn ich das nicht beweisen kann. Ja, das stimmt, da war zum Beispiel das Flugplatzrennen in Innsbruck. Mhm. 1965 durfte ich dort reden. Ich meine, also für einen Piefke, für einen Deutschen in Österreich reden, das ist ja schon damals eine Hausnummer gewesen. Das war schon mal eine Leistung. War schon ein Ritterschlag, ne? Ja. Der damalige Präsident des ÖASC, der Willi Löwinger, hat mich dazu eingeladen. Ich habe das auch gerne gemacht. Da habe ich nach meinem Reporterplatz gefragt. Hat man mir eine alte Öltonne zugewiesen. Auf der ich dann also erst einmal das Training mit meiner Frau zusammen beobachtet habe, damals noch meine Freundin. Wir beide gucken uns das sehr interessiert. Hinter dieser Tonne steht übrigens ein BMW 502 V8. Den hat mir BMW geliehen, damit ich das Auto mal kennenlerne. Und ich bin damit fröhlich nach Österreich gedriftet, von München aus. Also bin mit meinem eigenen Auto nach München gefahren, habe den stehen lassen. Und der damalige Pressechef, ich glaube, er hieß Zenzitzki, wenn mich nicht alles täuscht, hat mir dann dieses Auto übergeben und hat gesagt, bring das heil zurück. Und habe ich auch gemacht. Der steht also direkt dahinter. Und das war dann auch mein Platz sonntags beim Rennen. Jetzt müsst ihr euch nur vorstellen, da stehst du mit einem Programmheft in der Hand, hast keine Möglichkeit, irgendwas zu schreiben, was abzulegen, von Trinken, Essen und so weiter gar nicht zu reden. Hast einen 12-Stunden-Renntag von 8 bis 8. Hast du hast 12 Stunden auf dem Ölfass gestanden. Ja, natürlich. Es gab eine Mittagspause allerdings von 25 Minuten. Da gehst du einmal pinkeln, beißt einmal ins Brot und nimmst einen Schluck Mineralwasser. Na, ist gut. Ja, wo willst du denn hier was hinstellen? Geht ja gar nicht. Ein Österreicher. Ich hatte dann noch was im Auto stehen, deswegen steht das direkt hinten dran. Und der Blick geht da zur Rennstrecke hin. Ihr müsst euch mal vorstellen, da gab es dann zum Beispiel das Rennen Tourenwagen, 5 Klassen, 40 Autos. Und ich habe alles ohne Zeitnahme, also ohne Monitor, und das gab es ja gar nicht. Monitor hast du gar nicht dran gedacht. Zeitnahme war noch von Hand, aber die Zeitnahme war auf der anderen Seite. Mit denen hatte ich gar nichts zu tun. Jetzt stand ich da mit meinem Mikro in der Hand, wie auch im nächsten Bild zu sehen ist. Und habe tatsächlich das so kommentiert, wie es war. Also wenn der erste 700er BMW vorbeigefahren ist, war das der Klassensieger im Moment für mich, der Klassenbeste. Der zweite, den ich gesehen habe, war der zweite in der Klasse. Der erste Alpha war der Klasse in der 1600. Der erste BMW war der beste 2 Liter. Und der erste Jaguar war der beste über 2 Liter. Und so habe ich meine Klassen zusammengehalten. Habe am Ende 5 Klassensieger alle auf den Punkt gehabt. Ohne irgendein Papier. Nur gucken und schnell zack, zack, zack schalten. Setzt natürlich voraus, dass du die Jungs kennst, die Materie kennst und. Ich wollte gerade sagen. War anstrengend, hat aber Spaß gemacht. Dieses zweite Bild übrigens entstand gar nicht mal in Innsbruck, sondern das ist schon das Mikrofon in Wien-Aspern. Das war dann schon ein kleiner Fortschritt. Da hatte ich nämlich einen VW-Bulli, in den durfte ich gelegentlich rein und von dort reden, ansonsten aber auch nur im Stehen. Ne? Wahnsinn, Wahnsinn. Also das sollst du heute mal Leuten präsentieren, ne? Ja, die glauben wir. Dann gab es eine sehr nette Geschichte bei einem Bergrennen im Norden. Ich glaube, es war der Teutoburger Wald. Da hat man mich mit einem Kran hochgefahren auf einen Steiger in eine Hütte, die da schon stand. Von dieser Hütte aus habe ich das Bergrennen kommentiert, bei dem übrigens auch der Kollege Prinz Poldi von Bayern gefahren ist, mit einem Mini Cooper. Ich werde das nie vergessen, mit einem schwarzen Mini Cooper. Okay. Das war ja alles ganz normal gewesen, nur der Tag geht zu Ende. Der Braun sitzt da oben mit seiner Frau und es kommt aber niemand mehr. Es kommt kein Auto mehr, die Helfer räumen die Strecke ab. Ich rufe von da oben, Freunde, wer holt mich denn hier runter? Da gab es keine Leiter, das war so ein leerstehendes Hütchen. Die Leiter war weg, deswegen der Steiger.
Der ist daheim gefahren mit dem Steiger und hat mich vergessen. Und ich saß da bis zum Einbruch der Dunkelheit in dieser scheiß Hütte drin. Ich habe ja richtig Klemmungen gekriegt. Ja, dann haben sie dann Frau die zusammen Feuerwehr geholt aus dem Ort und die kamen dann mit dem Leiterwagen, hat so ein Ding ausgefahren, mich wieder runtergeholt. Das gibt's ja nicht. War aber Ihre Frau auch wieder dabei? Ja, natürlich, die hat mich da immer begleitet. Ohne die konnte ich doch gar nicht. Die alles mitgemacht. Wenn du was alleine machst, ist das schön und gut, aber zu zweit geht's schon besser. Ne? Ja, das glaube ich. Kann schon sagen. Ja. Da bin ich schon sehr dankbar dafür, dass da immer jemand da war, der den Rücken gestärkt hat, für Ordnung gesorgt hat und auch mal ein Stück Brot ausgepackt hat. Das musste ich ja damals selbst ernähren und verpflegen. Das hat ja von niemand was gegeben. Ne? Ja, also so viel zum Thema Teutoburger Wald. Das spielte sich auch so 1966 ab. Dann kommen wir zur Abteilung Mainz-Finthen. Wir machen ja irgendwann dieses Jahr auch nochmal die schönsten Flugplätze. Aber das muss ich kurz sehen, diese Geschichte, weil die fällt ja unter Pleiten, Pech und Pannen. Wir sehen eine Militärkapelle der US Army. Diese Militärkapelle ist traditionell in der Mittagspause gegen die Fahrtrichtung, praktisch von der Infahrtrichtung gesehen, von der ersten Rechtskurve. Wer in Mainz-Finthen schon mal gefahren ist, weiß das, geht Start und rechts rum. Die haben aber unten in der Wiese gesessen mit ihrem ganzen Instrumentengedöns und sind dann praktisch gegen die Fahrtrichtung die ganze Zielgerade von unten nach oben an den Zuschauern vorbei defiliert und haben da hier kräftige Marschmusik losgelassen. So auch 1966. Da lagen die schon unten alle in der Wiese, es war schönes Wetter. Die Instrumente waren alle zusammen auf einem Platz gelagert und sie lagerten daneben. Jetzt müsst ihr euch Folgendes vorstellen. Start, letzte, also nicht Start, sondern nach dem Start geht es ja geradeaus und dann rechts rum. Wir waren in der letzten Runde, die sind immer schon ein Rennen vorher, vor der Mittagspause da runter, damit sie dann, wenn der Abgewinn war, gleich hochmarschieren konnten. Sonst wäre, bis die da unten gewesen wären, wäre die Mittagspause ja um gewesen. Ne? Also fangen die direkt an, liegen in der Wiese, gucken in die Luft. Und was passiert? In der letzten Runde fällt einem Mercedes 300 oder 220 SE die Bremse durch, da unten vor dieser rechts. Und er schießt kerzengeradeaus, volle Kanne. Privatfahrer übrigens. Es muss ein Wunder gewesen sein, dass da niemand verletzt worden ist. Die haben das zum Teil gar nicht gemerkt, weil sie in eine ganz andere Richtung geguckt haben. Die Instrumente allerdings waren komplett platt. Es fiel also der Fanfarenzug aus, weil es gab keine Instrumente mehr. Aber die Männer waren heil und das war die Hauptsache. Immerhin, immerhin, ja. Das ist also eine haarige Geschichte. Wir haben sie trotzdem unter Pleiten, Pech und Pannen mit abgelegt, weil niemand was passiert. Weil nichts passiert ist, genau. Das muss man sich mal vorstellen. Und die das jetzt sehen und mal in Mainz-Finthen waren oder dort gefahren sind oder auch als Zuschauer, die kennen diese Nummer mit der Militärkapelle und die wissen auch, um welche Kurve es sich da unten handelt. Das ist das schnellste Stück von der ganzen Rennstrecke. Ich staune ja immer, wie sorglos man damals am Kurven äußeren Rand sich gerne aufgehalten hat scheinbar. Du hast es ja auch schon erzählt, dass du da manchmal gestanden hast, ohne physikalische Grundkenntnisse, dass das Auto, wenn es rausfliegt, in die Richtung rausfliegt, wo man stand. Also ist ja unglaublich, oder? Das musst du heute mal jemandem erzählen. Auf den Flugplätzen war das gerade, wo die Amerikaner Gastgeber waren und Mainz-Finthen war da federführend eigentlich, was die Unzulänglichkeiten anging, war das zum Teil haarsträubend. Die haben Picknicks aufgebaut, Grills aufgebaut in Auslaufzonen, haben mit der ganzen Familie, mit Kind und Kegel da gelagert, als ob da überhaupt nichts passieren könnte. Die wollten ein bisschen rennen gucken, aber das hat die überhaupt nicht interessiert, ob das gefährlich war oder nicht. Da gab es keine Leitplanke, da gab es gar nichts. Wenn das Auto geflogen ist, ist es durch die ganze Wiese gerattert. So, also deswegen hat es auch irgendwann ein Ende gegeben mit Mainz-Finthen und auch mit allen anderen Flugplätzen. Wir werden noch an anderer Stelle darüber reden. Warum, wieso, weshalb wir heute keine Flugplatzrennen mehr haben. Wir hatten mal über 30, das ist nur nebenbei. Und Mainz-Finthen ist eines der berühmtesten. Ja, wir sind aber noch nicht fertig mit den Pannen in Mainz-Finthen. Der Herr, da, den wir da sehen auf dem Bild, mit einer sehr strengen FIA-Binde um den Arm. FIA heißt also, ich bin Mitglied der FIA, der obersten Sportkommission, weltweit gesehen, habe überall Zutritt mit dieser Binde. Das ist sonnenklar, da stehen alle stramm und salutieren, wenn ein Mensch mit einer solchen Binde erscheint. Dieser Mann ist Herbert Wilhelm Schmitz, FIA-Exekutivmitglied, Sportchef beim AVD, ein gefürchteter Mann zu seiner Zeit, vor allem 60er und 70er Jahre. Er zündet sich gerade ein Zigarettchen an und weiß noch nicht, welches Unheil ihm gleich bevorsteht. Er fährt nämlich, da er in Walldorf wohnt, bei Frankfurt, diese kurze Strecke nach Mainz finden, um dort mal zu gucken, was da so läuft. Als AVD-Mann interessiert das ja, was der AVD-Kooperativclub da
zum Beispiel veranstaltet. Er hält am Eingang an, weil dort der Schlagbaum unten ist. Es treten zwei Männer des veranstaltenden Clubs HMSC an das Fahrzeug. Der Schmitz hält seinen Arm raus, die Binde, und sagt: Fia Schmitz. Antwort der beiden Herrschaften: Clubausweise gelten heute nicht. Der Schmitz saß in seinem Auto wie vom Donner gerührt und machte keine Anstalten, da nun Platz zu machen, sondern bestand darauf, dass er jetzt da rein muss, weil er das sehen will. Hinter ihm wurde die Schlange immer länger und irgendwann trat die US-Militärpolizei in Aktion. Und ein mit Maschinengewehr bewaffneter Herr, martialisch aussehend, mit Stahlhelm, trat an das Auto von Herrn Schmitz und sagte nur: Go away! Damit war alles geregelt. Das sagst du nur einmal. Das zweite Mal passiert was ganz anderes bei der Militärpolizei. Dann drehte Schmitz um, tödlichst beleidigt, fuhr nach Hause wieder zurück, hatte kein Rennen gesehen, keinen Zutritt erhalten. Am nächsten Tag hat der Fürst Metternich, AVD-Präsident, FIA Vizepräsident, die ganze Meute vom HMSC, Rennleiter Gröber, Assistent Karius und wie sie alle heißen, nach Frankfurt bestellt zum Rapport. Ja, was meint ihr, was da los war? Man kann mir vorstellen, ja. Die wussten dann für die letzten 3, 4, 5 Jahre, wo sie das noch gemacht haben, das war 66 muss das gewesen sein, ich muss mal hier gerade gucken, das war, also das Jahr habe ich jetzt gerade nicht, aber ich würde mal sagen, es müsste noch in den 60ern, Anfang der 70er gewesen sein. Und 1991 gab es das letzte Rennen. Also in all diesen Jahren danach haben die gewusst, was eine FIA-Binde ist und waren da etwas vorsichtig. Die Clubausweise gelten heute nicht. Dann kommen wir zum Flugplatzrennen nach Ulm-Laubheim. Auch ein berühmtes Flugplatzrennen. Da steht der Braun mit der Flüstertüte auf dem Hochstand. Oh ja. Vorderplatz, da waren wir aber schon richtig modern, da hatten wir einen Hochstand, konnten den ganzen Flugplatz sehen. Meine Frau hat die Sache mit scharfem Blick immer im Auge behalten und mir Hinweise gegeben, wo, was, wie. Und ich habe also, nachdem die Mikroanlage ausgefallen war, wurde mir eine Flüstertüte gereicht und ich durfte den restlichen Tag mit dieser Flüstertüte verbringen. War sehr nett, ich hatte am Abend keine Stimme mehr. Und ich habe auch wirklich gedacht, dass nicht alle hören, aber beileibe nicht. Das war vielleicht das Leben. Nur in eine Richtung, ne? Hat nichts mehr gehört an diesem Tag. Nein, nein. Aber das Honorar wurde trotzdem nicht gekürzt, ja? Immerhin. So, jetzt kommen wir nach Zolda. Eine bei allen beliebte Rennstrecke, von der es allerdings aus der Frühzeit, aus den 70er Jahren insbesondere, nichts Gutes zu berichten gibt. Das fing mal damit an, dass der Kollege Kalli Hofstadt und ich, bei diesem Bild gibt es übrigens einige Pfeile, die ich eingebaut habe. Der erste Pfeil, der vom Dach nach unten zeigt, links, das ist der Reporterplatz. Also praktisch am linken Ende dieser Überdachung, wir sehen die Haupttribüne von Zolder, immer gut besetzt, da war der Reporterplatz. Und da gab es einen Holzboden mit Dielen, Bohlen. Kollege Hofstadt und ich haben da oben wechselweise die Reportage erledigt und auf einmal tut es einen Schlag und Knall und der Hofstadt und ich sitzen bis zum Bauchnabel in einem Hohlraum. Da ist der Boden eingebrochen, weil das ist ja eine Schluderei in Zolder gewesen, das könnt ihr euch ja gar nicht vorstellen. Da hat ja nichts funktioniert. Ne? Keine Mikros gingen richtig, das Drahtlose sollte immer gehen, ist jedes Jahr nicht gegangen. Irgendwann hat es der Hofstadt weggeworfen, in hohem Bogen über die Leute, die er interviewen sollte, weil er sauer war. Diese Anlage war völlig vergammelt, verrottet, vernachlässigt und ist ja heute wie neu geboren. Ich war letztes Jahr in Zolder, ich habe das nicht mal wiedererkannt. Das sind neue Betreiber, die haben da mal richtig aufgeräumt. Das hat jetzt richtig was. Die Reporterkabine da oben hat sogar ein eigenes Klo. Und ein Fußboden. Ich meine, das ist ja der totale Luxus. Als ich 1989 mit dem Bela Reti das erste Mal die DTM von Zolder übertragen habe und wir zwischen Lauf 1 und 2 eine volle Blase hatten, wollten wir zur Toilette, die hinter der Haupttribüne ist, da standen 200 Leute. Jetzt gehen Sie mal an der Schlange vorbei und erklären jedem, ich muss mich jetzt mal vordrücken, weil ich muss gleich wieder zurück, ich habe keine Zeit, die schlagen Sie halb tot. Die Hälfte war ja eh besoffen, die da gestanden hat. Ne? Ja, natürlich. Also ging nicht. Vordrücken ging nicht, anstellen ging auch nicht, weil Zeit hätte nie gereicht. Also was machen wir? Gehen wieder zurück, suchen uns da in diesem hinteren Bereich. Da war gerade ein Umbau auch irgendwie, da war ein
Betonbottich gestanden, so schwarzer Bottich, wo man normalerweise Beton oder Schweiß anmischt. Haben wir beide dann da reingepinkelt. Ne? Was das denn noch? Was man machen? Ja, was soll man sonst auch machen? Ja, klar. Unglaublich. Unglaublich. Dieses das Zoll die, da, dass die immer so schlecht ausgerüstet waren, das war mir nicht gedacht. So fertig gemacht. Und da, wo dieser zweite Pfeil geht, in der Mitte etwa, da stand dann nach hinten gesehen der Bottich nicht mitten in den Leuten, sondern das ist nochmal ein abgebrennter Raum mit Glas und Fassade und so weiter. Die Bauarbeiter werden sich gefreut haben am Montag, wenn sie da ihren Bottich vorgefunden haben. Ein ganz spezieller Beton, der da angerührt wurde. Ein ganz spezieller Geruch auch, der da rauskommt. Ne? Ja, und es gibt einen dritten Pfeil, der zeigt einen Aufgang, der links mit einem Maschendraht fixiert ist und rechts ist sowieso dann praktisch das Geländer zur Haupttribüne. In diesem Aufgang habe ich oft Todesangst gehabt. Denn da kam es immer wieder zu panischen Reaktionen jener Leute, die nach oben wollten und jener Leute, die nach unten durchs Tunnel wollten. Man hat die Rennstrecke damals durch einen Tunnel unterquert, in dem es auch ständig zu Staus kam und vorwärts und rückwärts prallten zusammen und es ging nichts mehr. Und auf diesem Gang, da sind Leute an dem Zaun halb erdrückt worden. Da haben Kinder geschrien um ihr Leben. Das war beängstigend. Und da stehst du mittendrin und willst in deine Sprecherkabine und weißt genau, du wirst du nie erreichen zum Start des Rennens. Du kommst aus diesem Knäuel Mensch nicht mehr raus. Ich glaube nur ja nicht, dass da jemand da gewesen ist, der für Ordnung gesorgt hat. Gott sei Dank ist das heute auch alles sehr viel besser und besser geregelt. Ich glaube, der Tunnel unten ist ganz gesperrt, den gibt es gar nicht mehr und es geht jetzt nur noch oben drüber und alles schön breit. Das war auf tragische Weise an die Love Parade, ne? an diese Massenpaniken. Ja, die wieder so im kleinen Stil. Das war dieser Gang war nicht breiter als 2 Meter, wenn überhaupt. Wahnsinn, Wahnsinn. Und da sind diese Ströme zusammengekommen. Und immer wenn ein Start bevorstand, ist natürlich da Hektik reingekommen. Die einen wollten hoch und wollten auf die Tribüne und gucken. Und die anderen wollten runter ins Fahrerlager, weil sie da irgendwas haben wollten. Oder was essen wollten, Pommes frites oder Wurst oder was weiß ich. Ihr müsst euch mal vorstellen. Ja? Toll, unglaublich. Also das Abenteuer. Wunderbar. So, also weiter. Nächster Fall. Da sehen wir jetzt ein Bild vom Akademischen der 70er Jahre. Das ist dieses berühmte Rennen, wo Journalisten, Teamchefs und Manager gegeneinander Autorennen gefahren sind mit aktuellen Autos aus der Saison. Und wir sehen hier einen Formel Super V, der bereitgestellt ist für den Kollegen Kalli Hufstadt. Und 3 Herren in Gestalt von Wolfgang Dresen, links Manfred Trindt in der Mitte und mir, chauffieren den Kollegen Hufstadt mit einer Sackkarre zu seinem Cockpit und kippen ihn da ab. Dabei hat er sich den Rücken ausgerenkt. Nee. Ist mit tierischen Schmerzen das Rennen gefahren. Also der Spaß ist bei ihm nicht so gut angekommen. Weil jetzt überleg dir mal, du kippst einen von so einer Sackkarre in den Cockpit rein. Ne? Das ist nicht so lustig. Aber wir haben uns damals wenig Gedanken gemacht und der Spaß hatte halt immer die Oberhand. Er konnte zwar auch drüber lachen, also aber hinterher nicht mehr so sehr. Weil er in der harten Kiste noch das Rennen fahren musste. Ja. Ja, klar. Also er hat noch gelacht, als wir ihn da reingekippt haben. Hinterher hat er nicht mehr gelacht. Ja, das denke ich. Du, aber die Jacken gefallen mir von euch. Bitte? Die Jacken von euch, die gefallen mir. Die Autozeitungsjacken. Ja, das waren die Dienstjacken damals. Der Wolfgang Dresen hat eine an, ich auch. Nur der Manni Trindt, der hat keine an. Der musste ja auch da ins Auto steigen und ist da mitgefahren als sozusagen als Pacemaker. Das war ja einer der richtig guten Super-V-Leute und dem haben wir uns gemessen. Lufthansa, Flugkapitän übrigens, heute im Ruhestand natürlich. Ja, wir bleiben noch ein bisschen beim Akademischen und sehen hier zum Beispiel einen fliegenden Audi 200 Quattro aus der amerikanischen IMSA-Serie. Das schöne Auto. Der damalige Audi-Vorstand für Technik, Professor Jürgen Stockmar, der macht einen Riesensatz. Der Wolfgang Wilhelm hat im richtigen Moment auf den Auslöser gedrückt und hat das festgehalten. Dieses Bild ist ihm sehr peinlich. Aber ich kann sie nicht ersparen, es muss wieder gezeigt werden. Lieber Jürgen Stockmar, sei mir nicht böse, aber es muss sein. Ja? Leiten, Page und Pannen, mehr sage ich dazu nicht. Ja, und wie ist es passiert? Wie hat er sich nachher rausgeredet? Bitte? Wie hat er sich nachher rausgeredet? Das Auto hätte irgendwie Eigenbewegungen vollführt. Okay. Ja, hat es ja auch, ne? Wie man sieht. Ja. Die Steigerung ist natürlich, wenn der Mercedes-Sportchef mit einem Mercedes DTM 190
beim Akademischen ein Rad verliert. Oha. Wir haben dieses Bild immer gern unterschrieben mit Rad ab. Da möchte ich nicht der am Schraubenschlüssel gewesen sein. Das bezieht sich nicht auf den Fahrer, das möchte ich klipp und klar nochmal hier rausstreichen, sondern es bezieht sich eben auf das gespannte Auto. Das hat das rechte Vorderrad verloren. Das ist der Ibels 190er vom Kurt Thiem, den der Norbert im gelben Rennoverall dort staunend stehend zu sehen pilotiert hat, sehr schnell sogar, hätte das Ding wahrscheinlich sogar gewonnen, wenn ihm eben nicht dieses Rad flöten gegangen wäre. Es ist abgefallen einfach. Ich möchte nicht Mechaniker gewesen sein, der dafür verantwortlich ist. Um das Donnerwetter mal dann hinterher noch zu erklären. Ja. Dann gehen wir weiter ins Jahr 1979. Das ist auch so eine typische Nummer mit Pleiten, Pech und Pannen, nämlich der Nürburgring im Schnee. Wir sehen die Herren Ertl und Ludwig aus den beiden Divisionen der Rennsportmeisterschaft. Ertl, Turbo Capri, 2 Liter. Ludwig mit dem legendären Krämer Porsche 935 K3, der von 11 Rennen 10 gewonnen hat, nur eben dieses nicht, weil es hat überhaupt nicht stattgefunden. Stattdessen gab es eine Schneeballschlacht bei Start und Ziel. Es hatte in der Nacht ganz fürchterlich geschneit. Es war wirklich die Hölle war los und am nächsten Tag hat man gesagt, wir können da nicht fahren, es geht nicht. Es ging ums 300 Kilometer Rennen. Der Ali Schatz war da öfter noch getroffen, ebenso wie das Eifelrennen. Aber hier gab es noch nicht mal, das sollte auf der Nordschleife stattfinden, aber es gab noch nicht mal die Chance der Verlegung auf die Betonschleife, weil einfach zu viel Schnee gefallen war. Aber die Schneeballschlacht war erfolgreich. Die Division 2, also die kleine Division, hat gegen die 1 gewonnen, also gegen die große Porsche Armada. Der Harald Ertl war einer der erfolgreichsten Werfer und der Ludwig hat einen Schneeball gleich mal vor die Brust bekommen, wie sich verliert. Das gehört. Okay. In welchem Monat war das? Das war im Ende März 1979. Ach so. Und sogar im April war das Risiko noch groß genug, wie wir hier zum Beispiel sehen. Das nächste Bild zeigt den Skiweltmeister Franz Klammer. Jawohl. Alfa Romeo Sprint in der DTM 1985. Mhm. Der Franz Klammer hatte da seine Premiere in der DTM mit diesem Auto unter der Regie von Dr. Helmut Marko, der auf diesem Bild übrigens auch zu sehen ist, ich glaube in der Mitte. Links haben wir den Peter Oberndorfer. Obi, der ist der Teamkollege gewesen. Klammer fuhr das Commodore-Auto und der Obi fuhr das Louis-Auto, das ist sein Männermagazin, da hinten stehen die Mechaniker. Das war die Frühzeit des Teams RSM, Dr. Helmut Marko. Und was ist passiert? Der Klammer kommt als Skiweltmeister zum Nürburgring und Rennen fällt aus wegen Schnee. Eifelrennen im April. Im April. Das war insofern sehr ärgerlich, weil das wäre neben der DTM auch der erste deutsche Formel 3000-Lauf gewesen. Der sollte beim Eifelrennen stattfinden. Das ist eine Veranstaltung des ADAC Nordrhein unter Kurt Bosch, dem Rennleiter, dem legendären Rennleiter von damals. Musste alles ausfallen. Stattdessen hat sich der Klammer ein paar Ski geliehen und ist dann mal eben schnell über die Zielgerade gelaufen mit den Skiern für die Presse. Wenn es mal ein paar Bilder hat. Auch gut. Ansonsten komplette Absage, nichts gab es. Keine DTM, keine Formel 3000, keine Chance. Aber der Franz Klammer war ein ganz guter Rennfahrer, oder? Der Franz war richtig gut. Der Franz hat angefangen mit dem Renault 5 Cup in Österreich, auch unter Marko. Ist dann in die DTM gekommen, fuhr erst Alpha, fuhr danach Mercedes, war auch in Mercedes richtig schnell. Und irgendwann hat er es dann wieder sein lassen. Aber wenig Unfälle, richtig stabil, solide. Nicht unbedingt jetzt der Siegfahrer, aber einer, der Sichtkontakt zur Spitze hatte. So würde ich es mal formulieren. Im guten Vorderen. Okay, aber das ist doch... Also der Franz, der konnte das. Wie alle Skirennläufer, die hatten das Gefühl für das Auto. Ja. Bob Wolleck, da waren so viele Skirennläufer, die Hardy Beirater zum Beispiel fuhr, Porsche 944 Turbo Cup mal als Gaststarter, war gleich vorne mit dabei. Die ganzen Skirennläufer sind alle richtig gut gewesen. Egal, Luc Alphand zum Beispiel, auch einer der ganz hervorragenden Rennfahrer, ist in Le Mans gestartet mit einer Corvette. Unglaublich, aber die haben Gefühl für Geschwindigkeit. Ja, haben sich alle nicht blamiert. Gell? Ingemar Stenmark war Gaststarter im Porsche 944 Turbo Cup. Auch sofort vorne mit dabei. Die Skirennläufer konnten es alle. Da konntest du reinsetzen, wenn du wolltest. Die waren alle gut. Die hatten einfach dieses Gefühl, auch für die Kurve und was das Auto macht, weil durch diese Slalomfahrerei und die Abfahrerei, da war einfach auch das richtige Feeling da.
So, also Eifelrennen ausgefallen. Dann haben wir dieses Bild hier. Da sehen wir einen Protos Formel 2. Das ist wieder ein Eifelrennen, was betroffen ist. Diesmal gehen wir nochmal in die 60er zurück. Ich glaube, es war 67. Da hat es geschneit, was das Zeug hielt. Und dann hat man gesagt, solange die Fahrbahn nicht komplett schneebedeckt ist, wird hier weitergefahren. Das ist der Franzose Eric Offenstadt. Der fährt einen Protos. Das ist jenes Auto mit einer Glaskuppel gewesen, also mit einer Plexiglaskuppel und einem Sichtschlitz. Und das war damals eine Riesensensation. Das Ding war gar nicht mal langsam. Und der quält sich hier durch die, das ist übrigens nicht die Nordschleife, das ist die Südschleife. Das müsste ich noch dazu sagen. Der quält sich hier bei Schnee und Wind und Kälte über die Strecke und man sieht noch seine Spuren, die er gezogen hat im Schnee. Gott sei Dank hat sich das dann gebessert im Laufe des Tages und das Rennen konnte dann auch korrekt gefahren werden. Das ist ein Bild aus dem Training. Und der Jochen Rindt hat es gewonnen mit einem Brabham. Ich weiß es noch ganz genau. Ja. Hin und wieder. So ein Wetter zu starten, mein Gott. Ey, das ist ja, aber das hat, wir haben da einen ordentlichen Regenreifen drauf geschnallt. Es gab damals sowieso nur einen Reifen mit Profil und damit fertig. Und da gab es drei Sorten davon. Ein mit Profil für trocken, ein mit Profil für halb nass, halb trocken und ein mit großem Profil für nass. Das könnte auch ein Winterreifen gewesen sein. Ja, und Schneeketten für die ganz harten Fälle. Flix gab es noch gar nicht damals. Es gab nur Profilreifen. Rotpunkt, Gelbpunkt, Grünpunkt, Weißpunkt. Das waren die vier Mischungen. Okay. So. Ja, also dann gucken wir mal weiter. Und was haben wir denn da noch? Bevor wir nach Most gehen, muss ich noch sagen, also dieses Eifelrennen, da sind viele Veranstalter gebeutelt worden. Nicht nur der Kollege von ADAC Nordrhein, der Kurt Borsch, sondern auch der Ali Schatz. Kollege Ali Schatz hat einige Rennen ausfallen lassen müssen, so zum Beispiel das erwähnte 79er-Rennen, später nochmal eins, dann hat er mal 1974 eins verlegt auf die Betonschleife, das sollte auch auf der Nordschleife stattfinden. Ja, also ich kann das abschließen damit, dass sicherlich ein gutes halbes Dutzend Rennen im Winter zum Opfer gefallen sind und manchmal konnte man es verlegen auf die Betonschleife, manchmal ging es einfach nicht, denn oft waren auch die Zuschauerränge vereist und da ging es aus versicherungstechnischen Gründen schon gar nicht. Ja, okay. Ja, das waren also auch viele Pleiten und viele Pannen und war für die Veranstalter auch zum Teil sehr, sehr teuer, weil die ganzen Vorbereitungen alles umsonst, kostet Geld, hat nichts eingebracht, Kasse war leer, ist halt so gewesen. So, jetzt kommen wir zu einer Reise nach Most. Most ist in der damaligen Tschechei heißt es heute, oder Tschechoslowakische Republik. Und damals hieß es Tschechoslowakei, ganz einfach. Oder auch kurz Tschechei. Mhm. Ich persönlich hatte zu diesem Land damals etwas, eine, sagen wir mal, ängstliche Einstellung, weil man immer gesagt hat, du, da wirst du beklaut. Und da gibt es Ganoven, die reißen die Beifahrertür auf oder die Fahrertür an der Ampel, ziehen dir den Schlüssel ab oder werfen dich aus dem Auto und fahren mit dem Auto weg. Also die schlimmsten Horrorgeschichten. Und als das war nun 1991 ein Rennen von dem Motorsportclub in Würzburg, das dort abgehalten wurde. Ich musste dahin für Renault. War allerdings schon vorher ein paar Mal da, und zwar in Brünn, mit der Tourenwagen-EM und zweimal mit der DTM. Das war allerdings ein großer Unterschied, denn da bin ich angereist, jeweils unter bester Betreuung. Da hat mir jemand schon ein ordentliches Hotel gebucht gehabt und ich war immer irgendwie eingebettet in eine gewisse, sagen wir mal, Ruhezone, dass mir nichts passieren konnte. Wir sind da mit dem Marsing hingeflogen, mit der Never Come Back Airline, die kam aber wieder zurück. Das Gefährlichste am ganzen Rennwochenende. Es gab was zu essen an der Rennstrecke mitgebracht, Köche waren da. Es war wirklich, es war toll. Du hast nicht gemerkt, dass du in einem fremden Land bist. Aber hier musste ich nun selbst in Eigenregie hinfahren, weil die Formel Renault dort fuhr und ich musste das kommentieren. Und außerdem war auch ein Lauf zur deutschen Formel-3-Meisterschaft dort angesetzt. Und da musste auch mein Kollege Michael Bernard mit, der das mit mir zusammen betreut hatte, dieses Projekt. Denn da gab es ja nun den Jörg Müller zu betreuen an Ort und Stelle in der Formel 3. Dann haben der Kollege Michael Bernard und ich beschlossen, wir fahren gemeinsam. Das war mir sehr recht. Das Angebot kam auch von mir. Ich habe ihn mehr oder weniger genötigt dazu, weil ich Angst hatte, alleine dahin zu fahren.
ich hatte einen Verständlicherweise. Mercedes-Benz, weiß das noch sehr genau, und hatte immer Angst, dass mir das Auto geklaut wird, irgendwo. Weil es sind Räuberpistolen damals durch die Gegend gelaufen, das ist unvorstellbar. Und da hast du einfach Angst. Ich bin hier abgereist, indem man mir gesagt hat, häng dir einen Plastikbeutel um, tu da alles rein, was dir wichtig ist, Geld, Ausweis, behalte es immer am Körper. So schnell kannst du gar nicht gucken, da haben sie dir das aus der Tasche gezogen und so fort. Das waren die schlimmsten Horrorgeschichten, die man sich vorstellen kann. Und mit dieser Einstellung bin ich nun nach Most gereist. Auf mich alleine gestellt. Ich hatte ein Hotel bestellt über Renault, von dem ich nicht wusste, was es ist und wie es aussieht. Aber das hat sich Ihre Frau dann auch gespart, so ein Wochenende. Nein, die ist da nicht mitgefahren. Die sagt, hier kannst du da nicht rechnen, da will ich nichts mit zu tun haben. Also in Brünn war sie mit zur DTM, weil das war ja in einem Cancan sozusagen eingebettet, ja, mit toller Verpflegung, mit allem drum und dran. Wir haben eigentlich vom Land da gar nichts mitgekriegt. Aber da hat es mich mit voller Wucht getroffen, ab der Grenze. Ich habe gedacht, was da alleine am Straßenrand rumstand. Unvorstellbar. Es war, ich hab gefröstelt und habe mir nur gedacht, Braun, musst du dir das jetzt hier antun? Und mein Freund Michael Bernard, Kurzfassung MIP, hat mich immer wieder beruhigt und gesagt, das wird alles schon, mach dir keine Sorgen. Und dann sind wir eingezogen in das Hotel Kaskade. Das ist dieses Hotel. Mit einem großen Parkplatz. Schön. Best. Parkplatz ist leer, schon alles weggeklaut worden. Der hat sich dann noch gefüllt. Zu diesem Parkplatz gibt es gleich eine Geschichte. Da ich Angst um mein Auto hatte, habe ich gefragt, ob der Parkplatz nachts bewacht ist. Und dann wurde mir berichtet, es gibt einen Parkwächter mit Schäferhund und Gartenstuhl, der sitzt die ganze Nacht da und passt auf. Mhm. Diesen Mann habe ich mir gegriffen. Habe gesagt, könnten Sie es so einrichten, dass Sie sich vor mein Auto setzen mit Ihrem Stuhl und Ihrem Hund? Ich gebe Ihnen jetzt 20 Mark dafür. Und da war der sowas von hin und weg vor Freude, hat das Geld genommen und hat tatsächlich, ich habe ein Fenster zu diesem Parkplatz gehabt, die ganze Nacht vor diesem Auto gesessen und hat es bewacht für 20 Mark. Das war ja für den fast wie ein Wochengehalt, wenn nicht gar mehr. Wahrscheinlich, ne? Ja. Und ich war so glücklich, dass da einer sitzt mit scharfem Schäferhund und passt auf mein Auto auf, damit es nicht geklaut wird. Und was soll ich sagen, am nächsten Morgen waren drei Autos weg. Aber meins nicht. Das gibt's nicht. Meins nicht. Gibt's nicht. So. Okay. Aber den hat das nicht mehr interessiert, was sonst so war. Der hat nur noch nach meinem geguckt. Ich habe gesagt, und sie lassen nicht den Blick von meinem Auto. Ja. Und gehen auch keine Streife. Sie bleiben da sitzen. So, jetzt also ich in dieses Hotel rein, nehme mein Gepäck, stelle das in den Aufzug. Der Kollege Bernard hat natürlich da Freude gehabt, mich zu sehen, etwas hibbelig. Drehe mich um, ist der Aufzug weg. Hat einer gedrückt, offenbar oben. Und ich unten schreie in der Hotelhalle rum, Diebe, Diebe, mein Gepäck, alles weg. War ganz fürchterlich. Jedenfalls der Aufzug kam wieder runter, es war kein Gepäck mehr drin. Nee, tatsächlich haben sie gesagt, die haben alles gestohlen. Ja, dabei hat der Kollege danach schon einen Stock höher gestanden und hat die ganze Sache arrangiert, um mich da ein bisschen in Verlegenheit zu bringen. Und so ging das dann immer weiter. Ja. Dann habe ich mein Zimmer aufgeschlossen, habe endlich dieses wiedererhaltene Gepäck da reingeschafft. Der Schlüssel steckte noch einen Moment draußen, weil ich das erste Mal reingetan habe. Ich komme zurück. So, rufe ich in der Rezeption an. Ich sage, ich muss sofort umziehen. Ich bleibe in diesem Zimmer nicht. Der Schlüssel ist von Dieben gestohlen worden. Die kommen heute Nacht, räumen mir den Schrank aus. Ich habe sogar noch ein eigenes Schloss für den Schrank mitgebracht. So ein Zahlenschloss. Das habe ich da irgendwie durchgefuschelt und es war ganz furchtbar. Ja, also ich wollte wieder raus aus dem Zimmer. Irgendwann habe ich aber den Schlüssel selbst gefunden. Der lag nämlich im Zimmer. So ging das immer weiter. Vor lauter Nervosität hast du wirklich den Blick für die Realität. Man redet sich das dann auch ein, ne? Irgendwann. Ja, und dann ging es ja noch weiter. Ging es um die Tagesverpflegung. Ich habe dort nicht getraut, irgendwas zu essen im Fahrerlager, im Hotel auch nicht. Das kam mir alles suspekt vor. Der Hunger wurde immer mehr und dann war Gott sei Dank der Helmut Maas, damals Leiter bei ADAC Sport in München, auch dort, weil die Formel ADAC Junior dort ein Rennen hatte und das hat er beaufsichtigt und gemanagt. Und ich durfte dann bei ihm im ADAC Bus immer was zu mir nehmen und wenn der nicht gewesen wäre, wäre ich verhungert. Der hat mich verpflegt. 3 Tage lang. Ich habe nichts angerührt. Im Hotel nichts. An keiner Bude etwas. War mir alles suspekt. Das war nicht meine Welt. Ja? Abgesehen davon, dass es im Hotel eine Schießerei gab. Im Frühstücksraum. Ja?
so nebenbei nur mal, ne? War so Glück, dass ich noch da war. So, und dann sind wir samstags abends, Kollege Bernard und ich, in eine Disco. Der Kollege Mipp hat gesagt, du komm jetzt ja mit und stell dich nicht so an, da kann da nicht viel passieren, ich bin ja auch dabei. Also Disco, wir haben beinahe Prügel bezogen, weil wir mit irgendwelchen Mädels geredet haben. Da sind die Einheimischen gleich gekommen und haben wir gesagt, wer hier das Sagen hat. Ne? Dann sind wir wieder geflüchtet aus der Disco, kaum waren wir draußen, haben sie da auch geschossen und Messer gestochen, also Messerstecherei. Ne? Gott sei Dank waren wir wieder weg. Also es war schon ein sehr gefährliches Parkett, auf dem ich mich da bewegt habe. Aber echt? Der Tag wurde übrigens dann am Sonntag noch abgeschlossen und gekrönt damit, dass Kollege Bernard sich eine Ohrfeige eingefangen hat von einer Dame, nämlich der Formel-3-Fahrerin Claudia Kreuzsaler. Ich werde den Namen nie vergessen, eine Österreicherin, sehr hübsch, sehr fesch. Okay. Und Kollege Bernard ist da pfeifend an ihr und ihrem Auto an der Boxengasse vorbeigeschlendert und hat so nebenbei herausgepresst den Satz oder das Wort, toller Feger, heißer Feger. Das ist in Österreich offensichtlich anders vom Begriff her einzustufen als bei uns in Deutschland. Jedenfalls hat er sich im selben Moment eine schallende Ohrfeige gefangen, über die noch heute gern diskutiert und gelacht wird. Aber jemand sehr empfindlich. Ja, das war die Krönung des Sonntags, aber der Sonntag war noch nicht zu Ende. Wir sind dann nach Hause gefahren, ich war heilfroh, dass es wieder heimgeht. Und dann irgendwann ist uns eingefallen, dass ja der große Preis von Kanada stattfindet und wir den ja gar nicht sehen können, denn der startete um 20 Uhr und da wären wir noch gar nicht zu Hause gewesen. Und wir wollten ja nun unbedingt wissen, A, wie geht der Grand Prix aus, B, was macht unser Wetttopf? Wir hatten damals einen großen Wettkreis, der immer auf die Formel-1-Resultate gewettet hat. Da war sehr viel Geld drin und es wurde dann nach jedem Grand Prix immer ausgezahlt. Wir wollten da schon wissen, ob wir was verdient haben oder nicht. Ja, natürlich, natürlich. Dann habe ich vorgeschlagen, lass uns doch hier abfahren von der Autobahn und nach Bamberg fahren. Da gibt es sicher ein großes Hotel. Weil Bamberg war schon in der Voranzeige, habe ich gesagt, komm, lass uns das machen. So, damals konntest du ja noch nicht jetzt groß gucken, was gibt's da? Und dann haben wir einfach mal gefragt, was ist hier das beste Haus am Platz? Und da wurde uns das Schlosshotel bei Nacht in Bamberg, Bischofsstadt, wohlgemerkt. Also wir sind da vorgefahren, ein Livrierter ist sofort herbeigesprintet und wollte das Gepäck sehen. Da habe ich gesagt, wir haben kein Gepäck. Da hat er uns schon mal angeguckt, so als ob wir ihm nicht so ganz geheuer seien. Dann sind wir da ohne Gepäck reinmarschiert. Der Concierge da drin hat dann gesagt, meine Herren, Sie wünschen. Dann haben wir gesagt, wir hätten gern für 3 Stunden ein Zimmer. Wir wollten ferngucken. Formel 1, Grand Prix Kanada. Guckt er uns an, sagt, da müsste ich jetzt mal den Geschäftsführer holen. Dann kam der Geschäftsführer und hat gesagt, Sie wünschen. Dann haben wir gesagt, wir hätten gern ein Zimmer für 3 Stunden ungefähr. Wir wollen Fernsehen gucken, Grand Prix Kanada, wollen auch was essen, weil es gibt jetzt endlich wieder richtiges Essen für uns. Wir wollten auch noch andere Dinge erledigen. Wir wollen keine Schießerei erleben. Nee, vor allem endlich mal aufs Klo gehen. Das habe ich übrigens auch gemieden. Ich habe mich auf keine einzige Klobrille gesetzt. In der Tschechei. Mein Vater. Ja, das war furchtbar. Ja. Das war die Hölle. Und das war alles wie ein Paradies plötzlich. Ja, aber dann sagt der Geschäftsführer, was wollen Sie? Fernsehen gucken. Formel 1. Nennt man das jetzt so? Da war mir natürlich klar, was der gedacht hat. Ne? 2 Kerle, mieten für 3 Stunden ein Zimmer. Ich möchte ja nun keiner Gruppierung zu nahe treten, aber die haben uns da schon eingestuft in eine ganz bestimmte Richtung. Und schon mussten wir uns rechtfertigen und erklären, dass wir wirklich aus verschiedenen beruflichen Gründen jetzt diesen Grand Prix sehen müssten. Wir würden auch für Umsatz sorgen und den Zimmerservice auch dazu bestellen. Ja, und dann haben wir einen Zimmerservice kommen lassen, haben uns mal ordentlich ein Stück Fleisch vorsetzen lassen im Zimmer, haben den Fernseher angemacht, haben um 20 Uhr den Grand Prix angeguckt und haben festgestellt, dass wir auch Geld gewonnen haben aus dem großen Topf. Das hat nämlich der Nelson Piquet gewonnen, also, weiß ich noch ganz genau. War die Reise ein voller Erfolg? Ja, die Reise war ein voller Erfolg und das ist übrigens der Kollege Bernard, den möchte ich Ihnen auch noch zeigen, der eine ganz große Karriere gemacht hat. Den möchte ich Ihnen als Zuschauer zeigen. Der hat ganz große Karriere gemacht im Sport. Hat mitgeholfen, die neue DTM ab 2000 auf den Weg zu bringen, war Reglementsexperte bei dem DMSB, war bei Opel der Reglementsmann, hat das Reglement für die
jetzt aktuelle DTM noch zu verantworten gehabt und ist jetzt gelandet inzwischen bei HWA wieder als Reglementsexperte. Also der hat richtig große Karriere gemacht und ich habe mit ihm viele tolle Jahre erlebt. Und wenn ich ihn so sehe, muss ich sagen, schade eigentlich, dass wir uns so selten inzwischen sehen. Sag mal, als Reglementsexperte bei HWA, das heißt, die lesen das Reglement und versuchen das weitestgehend so auszuloten. Nein. Zum Beispiel, wenn HWA etwas in Eigenverantwortung strickt und macht, wie zum Beispiel jetzt diese neue Rennserie, High Race, ja. Ah, okay, alles klar. Ja, der Mann, der zum Beispiel das Reglement baut. Und ah, verstehe. Ich dachte, es ist so einer, der dehnt das weitestgehend, dass man das Auto maximal ausreizen kann, im Reglement. Aber zum Beispiel. Ja. Oder bei Opel war er auch der Mann für das Reglement, der das dann auch interpretiert hat. Genau, das meine ich, ja. Ja, also er ist da schon technisch sehr bewandert und das war mein Reisebegleiter nach Most. Okay, ja, sehr cool. Ich werde es nie vergessen. Übrigens ist da der Christian Menzel in Most, das eines seiner ersten Formel-Junior-Rennen gefahren. Das hieß damals ADAC Formel Junior. Wir haben uns da kennengelernt. Ich hatte den Namen vorher noch nie gehört und Ich hatte dann den Eindruck, das ist ein pfiffiger Junge. Und dann habe ich gleich ihn beim Rolf Schmidt mal vorgestellt für die Formel Renault. Und prompt hat das auch im nächsten Jahr dann geklappt und ist auch zu einem sehr guten Ende gekommen. Vizemeister. Ja, nicht schlecht. Nicht schlecht. Ganz so glorreich ist es jetzt nicht. Jetzt muss er mit dem Traktor über die Nordschleife fahren, wie man sieht. Ja, so ist das dann, wenn die Karriere mal den Höhepunkt erreicht. Ne? In die Fußstapfen von Walter Röll getreten. Also von daher. Ja, dann hätte ich jetzt hier noch weitere Episoden, zum Beispiel jene. Oh, das ist gut. Ja, vom Nürburgring, wo eine sehr teure Wette eingelöst werden musste. Da haben der Kollege Norbert Haug und ich, Norbert war damals noch bei, es war 1990, da war er noch bei Automotoren Sport, Ressortleiter. Mhm. Wir beide waren ja der Meinung, dass der Audi Quattro mit dem Kollegen Stuck weit mehr PS hat, als sie da angegeben haben für die Einstufung. Die Audi-Leute haben das immer ständig und fortwährend bestritten. Und dann wurde eine Wette abgeschlossen mit dem Technikvorstand Stockmar in Mainz-Finden. Das war so ein paar Wochen vor dem Nürburgring, wo diese Wette dann schon eingelöst werden musste, um es zu vereinfachen. Es ging einfach darum, wenn dieses Auto laut Diagramm am Nürburgring mehr PS hat, als Audi angibt, dann kriegen wir für jedes mehr PS eine Flasche Champagner. Wenn dieses Auto aber weniger PS hat als die von uns vermuteten, müssen wir für jedes PS weniger selbst eine Flasche Champagner dahinsetzen. Also, lange Rede, kurzer Sinn, wir haben 48 Flaschen Champagner verloren. Ja, ein Teil davon ist hier aufgebaut. Wir haben gesagt, das Ding hat ungefähr 340, 350 PS und mit 305 PS sind sie dann hier angerückt, so ungefähr. Ne? Mit Diagramm. Wir haben, weil wir gute Verlierer sind, den Champagner beigebracht, sogar eine ordentliche Marke, es war Lanson Brühl, meines Wissens. Es wurde ein Teil da aufgebaut, Stuck gönnt sich gleich die ganze Flasche, macht die mal schon gleich auf und zieht sich das mal rein. Wir gucken ziemlich betröppelt auf das Diagramm und sind beide der Meinung, die haben uns gefilmt, keine Frage. Und nicht nur wir sind der Meinung, sondern die anderen Kollegen von BMW und von anderen Herstellern haben uns ein bisschen ausgelacht und haben gesagt, ihr habt euch aber schön leiden lassen. Und dann ist ja, also gut, wir haben da gute Miene zum bösen Spiel gemacht, es war eine nette Geschichte. Links ist der Herbert Greiner, der Rennleiter, die Mechaniker, die gieren auch schon nach den Flaschen und es war eine große Sause, sicher auf unsere Kosten. Und am Ende des Jahres, als dann ein Audi-Techniker übergelaufen ist zu AMG, um dort weiterzuarbeiten, haben wir dann auch erfahren, wie viel das Ding wirklich hat. Ne? Ja, wir also sind wir zum Schluss mit 350 PS gefahren. Da waren wir genau da, wo wir getippt haben. Ne? Ja, also mit 350 bin ich im Leben nie gefahren. Es gab jetzt ständig Zirkus mit der Einstufung und Zusatzgewicht und dann ging das hin und her und dann wurde das alles wieder bestritten und wieder neu festgelegt und ein neues Diagramm beigebracht. Wir haben von Anfang an gesagt, Herr Norbert und ich, das Ding hat richtig Power an der Kette. Mit dem schweren Wagen und Allradantrieb auch noch. Ne? So. Also lange Rede, kurzer Sinn. Es war eine nette Geschichte und alle haben ihren Spaß gehabt. Nicht nur diese Geschichte, also, sondern es ging dann auch weiter. Nicht,
Du siehst nicht so glücklich aus. Nichtsdestotrotz siehst du auf dem Foto nicht so glücklich aus. Und Striezel Stuck konnte sich da gar nicht mehr dran erinnern. Ich habe ihn mal drauf angesprochen. Also dann zeig mir immer das Bild. Dann steht er ja mitten dabei. Ne? Da wird er sich ja, dann genau, dran erinnern müssen. Ne? War wahrscheinlich. Ja, wir hatten zum Beispiel dann hier eine sehr nette Geschichte. Und zwar ist das DTM-Rennen in Singen gewesen. Und zwar war das 1994. Es gibt ja für jede Rennstrecke auch einen sogenannten Sicherheits- und Streckenchef. Und auch in Singen war das der Fall. Und dieser Mann hieß Robert Streule. Und er setzte sich dann in einen von Porsche zur Verfügung gestellten sogenannten Streckensicherungswagen, um die Strecke abzufahren. Hat aber dabei das Pech gehabt, dass er an die Leitschiene gekracht ist und das Ding außer Kontrolle verloren hat zwischen zwei Rennen. Und hier wird nun der Herr Streule als Sicherungschef von der Rennstreckensicherungsstaffel der ONS, so hieß das damals noch, steht auch im Rücken des einen Helfers, und von einem Krankenwagen geborgen. Der Herr Streule blieb zwar unverletzt, aber die Dame, die neben ihm saß und für die er diesen Zirkus eigentlich veranstaltet hat und der ein bisschen imponieren wollte, die war leider leicht verletzt und musste dann sich in ärztliche Behandlung begeben. Herrje, das wird der Arme. Peinlich, hochpeinlich, würde ich sagen. Das gehört auch in die Rubrik Pleitenpäckchen und Pannen. Und wir haben natürlich alle ordentlich gelacht, obwohl das eigentlich gar nicht zum Lachen war, aber es war irgendwie, es war Situationskomik hoch 10. Ne? Der Streckenchef kracht in die Leitschiene. Nicht, war halt nass und hat er Gas gegeben, da war er weg. Das ging ganz schnell. Das geht auch auf der Geraden mal ganz schnell. Wenn man mal die Porsche müsste erst noch die Leitplanke repariert werden, oder? Das hat eine Riesenverzögerung. Wir haben ja im Zeitplan richtig Verzögerung gehabt. So, dann haben wir hier den Kollegen vom ZDF mit richtigem Namen Volker Tietze. Damals im ZDF-Sport ein bekanntes Gesicht auf dem Bildschirm. Hier aber als Edelfan Eddie aus Kelsterbach verkleidet, der nach jeder unserer Sendungen ins Bild kam und den Tag nochmal hat Revue passieren lassen auf seine Art im breitesten Hessisch. War irgendwie schon eine Kultfigur. Und jeder hat geglaubt, es sei live. Nach dem Rennen, Bilanz ziehen, was war schlecht, was war gut, auf seine Art, war immer sehr lustig, sehr fröhlich. Eines Tages kam dann raus, dass es nicht live ist. Es ist nämlich Folgendes passiert. Er hört plötzlich auf zu reden und sagt, wie, zu lang? Wo soll ich denn jetzt nochmal anfangen? Wie? Bei dem Opel-Desaster. Gut, fangen wir da wieder an. Damit war klar, das war aufgezeichnet und das haben wir immer schon vor dem Rennen gemacht, weil wir ja wussten, dass alles läuft. Und er hat das auch immer so schön allgemein gehalten, also konntest du nie nachweisen eigentlich, ob das wirklich live war oder nicht. Aber die Leute haben es geglaubt und da ist er nur aufgeflogen. Weil man vergessen hat, bei dem Band eben diese Sequenz rauszuschneiden. Die war noch drin. Schöner Scheiß. Ja, unser Edelfan Eddie aus Kelsterbach. Viele alte DTM-Fans werden diese Figur noch kennen und haben ihn auch sehr gemocht, glaube ich. Seitdem wird in der Tagesschau gesagt, dieses Interview haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet. So, ja, so ungefähr. So, jetzt haben wir hier einen Brief an Audi. Das ist jetzt meine Rache gewesen für die Nummer mit dem Champagner. Ich habe mich beworben als Werksfahrer. Habe alle Werksfahrer beschimpft, die da im Dienst standen, von Stuck über Röhrl bis weiß was ich wohin. So, die können alle nichts und ich bin derjenige, der das jetzt mal richtig rumreißt und der auch die Diskussion um Gewicht und um PS beendet und der das Ding mal richtig krachen lässt. Ich möchte eingestellt werden als Werksfahrer. Und ich habe auch schon eine große Vergangenheit sinngemäß. Ich fahre immer Freizeit durch die Stadt und kann driften und kann alles. Und habe viele Rechtschreibfehler eingebaut, damit das also alles auch sehr nach einem klingt, der nicht mehr alle Tassen im Schrank hat. Enno von Merzigen. Ich habe ein Pseudonym genommen, das da lautet Enno von Merzigen mit der Adresse meines Physiotherapeuten in Röstrad. Dann habe ich das vorher abgestimmt und habe ihm das also dann geschickt, dem Herrn Audi-Sportchef. Greiner. Er hat es an den Herrn Novak gegeben. Kollege Novak war der Leiter der Technik vor Ort, ein ganz liebenswerter Mensch. Denn der sollte den beantworten. Und er wusste nicht, was er mit diesem Brief machen soll. Er wusste auch nicht, wer dahinter steckt. Leider aber hat mein Kollege Bernd Krämer, Regisseur, bei den DTM-Übertragungen mich verraten.
Weil der Krämer war der Einzige, der es wusste. Dem habe ich das erzählt. Wir haben uns gebogen vor Lachen. Was macht der Herr? Bei dem Formel-3-Rennen blendet er bei dem Reporternamen als Bauchbinde ein Enno von Merzigen. Ja. Genau dem Namen habe ich Audi geschrieben. Und die Audi-Leute sitzen in ihrem Hospi vor dem Fernseher und sehen das. Und in dem Moment fällt dem Greiner und auch dem Novak natürlich sofort alles ein. Aha, das ist er also. Das war der Wink von Bernd Krämer praktisch an die Leute ungewollt. Er wollte einen Scherz machen, einfach für mich. Ja, hat mich dabei als Messer geliefert. Ja, haben die gleich geschaltet. Hätten wir auch nicht gedacht. Aber es ist herrlich geschrieben. Alles, bitte? Es ist herrlich geschrieben. Da muss man doch vorne wegblasen, dass den anderen die Kiemen wackeln. Wir müssen das, ich blende das groß ein und dann kann man das nochmal durchlesen in der Buch. Ja. Super. Das ist auch, jetzt überlegt euch das mal, das haben wir damals alles machen können beim Fernsehen. Das haben wir bei Dreisat gemacht. Da wirst du heute dafür sofort entlassen, fristlos und bist erledigt bis ans Ende aller Tage. Das war damals, ständig war irgend sowas, ja. Unser Bernd Krämer, das ist ja ein gottbegnadeter Regisseur gewesen für diese Dinge, der hat da natürlich sich seine Späßchen draus gemacht und wir haben uns gefreut, dass wir so einen Regisseur hatten. Aber das natürlich war nicht sehr zielführend. Nicht? Und daraufhin hat der Kollege Novak mir einen Antwortbrief geschrieben. Übrigens, das ist der Bernd Krämer in der Mitte, das war unser Regisseur, nettes Bild aus den seligen DTM-Zeiten, links der Walter Mertes, zuständig für Marketing, Werbung, Formel 3. In der Mitte unser ZDF- und Dreisat-Regisseur Bernd Krämer, vielfach ausgezeichnet, auch als Regisseur mit Preisen, Olympische Spiele und. Längst im Ruhestand, lebt heute im Norden der Republik. Und das ist Hans-Werner Aufrecht, der Chef. Jawohl. AMG und heute HBA. Ja, und jetzt aber kam die Antwort vom Herrn Novak. Man hat also dem Herrn Novak, der übrigens leider nicht mehr lebt, was mich auch sehr getroffen hat, war ein wahnsinnig lieber Mensch, auch Rennfahrer, sehr erfolgreich, mit Audi zusammen in der Tourenwagen-Europameisterschaft. Der hat dann die Technik übernommen bei der DTM. Ein ganz liebenswürdiger Mann. Der hat mir den Antwortbrief geschrieben, der da nun hieß, sehr geehrter Herr von Merzigen, allerwertestes Durchleucht. Durchleucht. So. Das hat er ja nur machen können, weil er gewusst hat, dass ich es bin. Weil sonst hätte er es ganz anders schreiben müssen. Und dieser Brief trieft natürlich vor Ironie. Da kann man vielleicht auch die eine oder andere Passage mal ein bisschen größer rausarbeiten. Das mache ich, ja. Auf jeden Fall hat er das Ganze unterschrieben mit sportlichen Grüßen, der Renndompteur. Ja, und da steht auch drin, dass sie alles hergerichtet haben für mich und dass ich zu Testfahrten nur noch kommen brauche, mich dann reinsetzen brauche und gewinnen kann. Es ist alles schon vorbereitet. Es war also ein wirklich guter Scherz, der sehr gelungen war. Und ich habe das später nochmal mit Porsche auch gemacht, mit dem Carrera Cup. Da ging das dann ganz ähnlich zu. Da ging es ganz ähnlich. Aber wusstest du schon, dass das eingeblendet wurde, dein Name, oder dass dir Audi auf die Schliche gekommen ist? Nein. Du hast das erst mit dem Schreiben rausgefunden quasi. Nein, also ich habe es in dem Moment, wo es eingeblendet war, war mir klar, jetzt wissen es die Audi-Leute. Ach so, okay, du hast es gesehen, wie es eingeblendet war. Ja, klar, ich sehe das ja im Bild. Okay. Weil ich habe das Bild okay, alles klar. Es war in meinem Bild praktisch so, als wenn wir jetzt hier unten auf unserem Bild eine Bauchbinde einblenden. Das sehen okay, alles klar. Der kommentiert. Und erst habe ich gelacht darüber und dann war mir klar, jetzt bin ich ans Messer geliefert. Jetzt wissen es die Audi-Leute. Ja, genau. Wo kommt sonst ein Enno von Merzigen her, der gerade da oben sitzt und kommentiert? Ja, das ist also die Abteilung Spaß gewesen. Das war sehr nett und wir haben alle herzlich darüber gelacht. Und so, dann haben wir diese Geschichte, die wir natürlich nicht auslassen dürfen. Denn daraus entstand, also das ist diese berühmte Crash, Schumi gegen Cecotto, DTM-Finale 1990. Dazu ist alles gesagt, braucht man nicht mehr viel sagen. Großes Missgeschick vom Schumi passiert. Cecotto stocksauer, hat ihm das zeitlebens nie verziehen. Wie übrigens auch um Stefan Bellof eine Geschichte, der Johnny nie verziehen hat. Beim Formel-2-Rennen in Misano hat der Stefan den Johnny irgendwie rausgedrückt und dem ist die Europameisterschaft durch die Lappen gegangen, durch diesen Vorfall. Das hat er dem Stefan zeitlebens angerechnet. Und hat es ihm immer nachgetragen. Er hat nie irgendwo ihm verziehen in dieser Angelegenheit. Und hier war es genauso. Also mit dem Schumacher hat er eigentlich nie mehr ein Wort geredet, so ungefähr. Weil es hat ihn wieder einen Titel gekostet. Der hat ja über 20 Punkte Vorsprung. Die waren weg. Ja, und so als Stuck, Stritzel Stuck war der große... So. Passiert aber dann Folgendes. Dann stehen wir in Essen bei der Motorshow.
der Braun an seinem Moderationstisch und unterhält sich mit dem Herrn Schumacher über die Saison. Das war gerade so das Jahr, wo er auch das erste Mal schon im Mercedes-Sportwagen gesessen hat, beim 1000-Kilometer-Rennen und Shootingstar und Formel-3-Meister und überhaupt. Und ja, und wir reden und reden und reden. Auf einmal ein Riesengepolter. Die Leute lachen schon, bevor ich begriffen habe, was da los ist. Dann stürmt diese Meute auf das Podium. Ich habe bei Mercedes gestanden und moderiert, 5-mal am Tag oder 4-mal am Tag, 10 Tage durch, war wunderbar. Schumacher, einer meiner ersten Gäste am Eröffnungstag. So, und dann kommen auf die Bühne gepoltert Alfred Heger, Jochen Maas, den ziehen wir hier ganz links, verdeckt Heinz-Harald Frenzen hinter der Puppe, die da steht. Ja. Dann hinter mir verdeckt Chris Nissen. Schumi lacht, weil eine Teufelsfigur rechnet mit ihm ab in Sachen Cecotto und schreit, Rache für Cecotto. Die Leute, alle was los war, weil die haben den Fall ja noch in Erinnerung gehabt. Ich habe ja, natürlich versucht, damit sehr locker umzugehen, habe gesagt, ja gut, dann gebe ich euch jetzt das Mikrofon, dann macht er mal schön weiter hier alleine. Ja. Dann hat der Jäger die Führung übernommen. In dieser Teufelsmaskerade steckte der Promi-Wirt Purzel aus Essen. Okay. Ich kenne den richtigen Namen gar nicht, der ist sehr, sehr Pritchipilla oder so, ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, Purzel ist die Kurzfassung, Purzelbaum heißt sein Lokal, wo alle immer hin sind während der Motorshow. Und dieser Purzel hat sich dieses schreckliche Kostüm dann übergestülpt und hat den Schumi dann aufgesucht, um mit ihm abzurechnen in Sachen Cecotto. Er war also kein Spielverderber, hat mitgelacht, mitgemacht und hat gesagt, er nimmt sich das zu Herzen und hat sich sehr über den Besuch gefreut. Dann haben sie noch irgendwas überreicht. Dann war die Messe gelesen. Ich brauchte auch gar nicht mehr weitermachen, weil es war keine Ernsthaftigkeit mehr da oben drin. Wir haben dann die Sendung da oben zugemacht. Leute haben sich gefreut, geklatscht. Die Jungs haben alle Autogramme geschrieben. War eine meiner schönsten Sendungen, also Auftritte in Essen überhaupt mit dem Mikro. Das war Nummer. Eine Geschichte, die ist heute nicht mehr vorstellbar. Das traut sich heute kein Mensch mehr. Ja? Also das wollte ich unbedingt noch gezeigt haben. Und dann haben wir hier noch, ja, jetzt sind wir wieder am Anfang. Also das war eigentlich das, was ich heute so an Pleiten, Pech und Pannen im Bild für euch hier zusammengesucht habe. Aber ich habe noch 3 Sachen, die möchte ich auch noch als Wortgeschichte preisgeben. Ohne Bild in dem Fall, aber die sind schnell erzählt. Da gab es den Truck Grand Prix in den 90er Jahren. Im Vorprogramm gab es einen Renault 5-Lauf oder einen Clio Cup-Lauf. Es war ein Clio Cup. Und den musste ich natürlich kommentieren. Ich wohnte im Dorinth, saß genüsslich beim Frühstück, schenkte mir Kaffee ein, ging ans Buffet. Auf einmal höre ich die Stimme vom Kollegen Bechtel, der anfängt, einen Clio Cup zu kommentieren. Und höre folgenden Satz, nachdem der Kollege Braun untergetaucht ist, übernehme ich mal hier so lang, bis er wieder auftaucht. Das kann doch nicht wahr sein, das ist ja mein Rennen. Und jetzt sitzt der Kollege da und macht das für mich, wie kann denn das passieren? Dann habe ich nicht mitgekriegt, dass da gestern eine Zeit, also einen Tag zuvor, die Zeit getauscht worden ist. Um eine Stunde. Okay. Ja, und ich bin natürlich da mit dem Frühstück halb raushängend, links und rechts an den Mundwinkeln darüber gerannt, alles stehen und liegen lassen und habe mich 1000-mal entschuldigt beim Burkhardt und auch bei den Zuschauern und bin dann ins laufende Rennen rein und habe weitergemacht. Hochnotfall. Ja, das stimmt, das glaube ich. Dann hatten wir in Wien-Aspern 1967 ein Formel-V-Rennen um den Europapokal. Man muss wissen, die Flugplatzrennen Innsbruck und Wien-Aspern liegen eine Woche auseinander. Innsbruck zuerst, Aspern Saisonabschluss. Wenn du nach Innsbruck fährst, bleibst du in Österreich, wenn du da zu tun hast und fährst nicht mehr nach Hause, sondern fährst dann weiter nach Aspern, machst dir eine schöne Woche in Wien oder sonst wo. Mich hat der Günther Huber eingeladen, der auf dem Weg zur Europameisterschaft war, nach St. Pölten für eine Woche sein Gast zu sein. Das war damals der Mann, der in der Formel V das Sagen hatte um diese Zeit, der das schnellste Auto hatte, der beste Mann im Feld war und der ganz sicher Europameister geworden wäre. Aber als Dankeschön für eine Woche Gastfreundschaft ist der Herr Braun ihm ins Auto gefahren. Das war nicht sehr schön. Das war eine echte böse Panne, die nie hätte passieren dürfen. Entstanden dadurch, er hat sich gedreht nach der Spitzkehre, vor mir noch 2 weitere. Also ich war 4., Huber hat geführt. Es dreht sich der Huber in Führung liegend, die 2 vor mir weichen aus und ich habe es zu spät gesehen, weil die Sicht verdeckt war und fahre im Volley in die Seite. Volley. Ja, natürlich aus für ihn, aus für mich. Europameisterschaft weg, Walicek, Europameister. Herzlichen Glückwunsch, juhu. Ja, so. Servus. Das war wirklich nicht gut und
Das hat mir wahnsinnig leid getan. Ich habe mich bei ihm tausendmal entschuldigt und habe gesagt, das kann nicht der Dank für so viel Gastfreundschaft gewesen sein. Für eine Woche schlafen, essen, Spaß haben. Das kann nicht sein. Und wir erzählen uns diesen Fall noch heute, allerdings lächelnd. Und damals hat er allerdings nicht gelacht. Und mir war das so peinlich, ich hätte den Boden sinken können. Wenn es ja jeder andere gewesen wäre, wäre mir es ja irgendwie wurscht gewesen, weil es passiert halt. Ja. Aber gerade der Günther, der mich so liebenswürdig beherbergt hat und das hat mir wirklich echt wehgetan. Auf das der anderen Seite hat er sich gedreht. Ja, und dann gibt es noch zum guten Schluss die Geschichte der Rennwagenausstellung in Wiesbaden, der ersten überhaupt in Deutschland, wo der große, gewichtige Mercedes-Rennleiter Alfred Neubauer die Eröffnung nicht nur vorgenommen hat, sondern auch die Eröffnungsrede gehalten hat. Ich war Pressechef bei dieser Veranstaltung. Es war alles da, was Rang und Namen hatte. Wirklich alles, was du in Deutschland an Rennfahrern, die einen Namen hatten, finden konntest, die waren einfach da, weil das war etwas Neues. Eine Rennwagenausstellung. Die allererste in Deutschland, in der Rhein-Main-Halle in Wiesbaden. Veranstaltet übrigens von der IGFA, Internationale Gesellschaft zur Förderung des Automobilsports. So war die ganze Länge. Dieses Kürzels, Hans-Günter Lehmann war der Chef, auch der spätere Gründer der Autozeitung übrigens. Jedenfalls steht der Neubauer da oben, hält seine donnernde Rede, wie ihm das so eigen ist. Und dann springt plötzlich ein Mann aus dem Publikum auf die Bühne, greift den Neubauer tätlich an, schüttelt ihn, richtig, da gehört ja was dazu, diesen Brocken zu schütteln, ne? Schüttelt ihn, dass der hochrote Kopf sowieso schon hin und her wackelt. Und schreit ihn an, Sie sind der Tod des deutschen Automobilsports. Gott sei Dank springt der Huschke von Hanstein mit einem kräftigen Porsche-Werksfahrer, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, es könnte der Udo Schütz gewesen sein, bin mir aber nicht sicher, nach oben, weitere springen hinzu und reißen diesen Mann weg. Befreien den Alfred, Don Alfredo, aus der Umklammerung. Der ist fix und fertig, erstmal weiß gar nicht, wie ihm geschehen ist. In der Nachbetrachtung, der Mann wird also abgeführt, weggeführt. In der Nachbetrachtung stellt sich heraus, dass das ein Hobbyrennfahrer aus Bad Reichenhall war, der mehrfach sich beworben hat bei Mercedes als Werksfahrer, so wie ich bei Audi etwa. Nur, dass es bei dem ernst war und bei mir war es Spaß. Bei dem war es ernst, ja. Ja, und der hat mehrere Absagen bekommen und die hat alle der Neubauer unterschrieben. Und dann hat ihn das so geärgert, dass er diesen Moment wahrgenommen hat, um mal seinen Frust loszuwerden. Nun stellte sich aber auch heraus, dass der Mann schon aktenkundig war bei der damaligen ONS mit einigen Dingen, die ihm dazu mehreren Besuchen beim Psychiater verholfen haben. Und dem haben sie dann die Lizenz auch irgendwann abgenommen, weil es keinen Sinn mehr hat. Ich weiß das nicht mehr, wie er hieß. Auf jeden Fall war es ein völlig übergeschnappter, verrückter Mensch, der eine ganz dicke Akte hatte schon vorher mit ähnlichen Dingen. Ja, also das war im Prinzip das, was an Pleiten, Pech und Pannen mir mal gerade so locker eingefallen ist. Es gibt sicher noch sehr viel mehr, aber für heute soll es genügend und genug sein. Davon gehe ich aus. Das nächste, was wir machen übrigens, habe ich mir gedacht, ich habe ja nun eine irrsinnig große Zahl an Rennautos unter meinem Hintern gehabt. Und ich habe gedacht, wir machen mal eine Sendung, alle meine Rennautos. Da kommt so einiges. Ein bisschen technischer, da freue ich mich drauf. Ja, sehr gerne. Gar nicht so technisch. Es gibt zu jedem dieser Autos auch irgendwo eine Kurzgeschichte. Es ist eine unglaubliche Fülle. Ich habe mal durchgezählt, es sind an die 40 Autos, die ich unter dem Hintern hatte. Verschiedenster Marken und Jahre und Bauarten. Es klingt nach einer längeren Folge, um es vorwegzunehmen. Hat dir ein Auto besonders gut gefallen? Oh ja, also ich habe diesen BMW 2002 geliebt über alles. Das war auch im Nachhinein, noch heute, war das ein wunderbares Auto für den Tourenwagensport, für Flugplätze, für Nürburgring, für Nordschleife, für alles. Ich habe die Zeit in der Formel V 1300 natürlich sehr geliebt und in der Super V. Mhm. Und dann natürlich Gaststarts mit einem BMW Coupé CSL oder einem Ford Capri, noch der Saugmotor 72, der Escort RS vom Dieter Glemser, Renault Alpine, sind wir zu Fotoaufnahmen in die Seealpen gefahren und mussten Drifts für den Fotografen hinlegen. Es waren so viele schöne Autos, aber den 2002, ich glaube, das ist das Auto, was mir ganz besonders ans Herz gewachsen ist. Im Teamköpfchen, also mit Hans-Jürgen als Teamkollegen. Da freue ich mich auf die Folge. Und ich glaube, mit mir viele andere auch. Ich denke, ich kriege schöne Bilder zusammen und es gibt sicher wieder viel zu erzählen. Für heute soll es das gewesen sein. Ich hoffe,
Ihr habt alle ein bisschen Freude damit, die Zuseher und auch Zuhörer. Und Carsten, ich hoffe, auch dir hat es ein bisschen gefallen. Ja, wie immer. War es grandios. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank für die tollen Geschichten. Und ich freue mich auf die Rennautos. Und auf eure Kommentare. Ja. Ja, immer so machen wir das. Bleib gesund, Rainer. Mach's gut. Du auch. Und bis bald. Bis bald. Ciao, ciao.